Oh nein, schon wieder ein Final Fantasy-Film. Gut, der erste war ein bisschen löblich. Und jetzt versuchen sie es mit dem Fanliebling, das irgendwie rauszureißen. Aber ich mein, erster Final Fantasy VII, das Pferd ist so dermaßen totgeritten. Gestorben für das große Ganze und Kirk konnte nie wirklich mit dir zusammenkommen. Und er war trotzdem zusammen und sie versteht ihn doch bei. Bist du fertig? Gut. Es sind 2 Jahre vergangen, seit die Gruppe um Ex-Soldier Cloud den wandelnden Tod persönlich Sephiroth besiegte. Zeitgleich schützte sich die Erde und den in ihr befindlichen Lebensstrom vor dem herannahenden Meteor. Beim Freisetzen der Energie wurden einige Menschen von einer Krankheit infiziert, dem sogenannten Geostigma. Die Ereignisse von damals und die Probleme um Geostigma bringen die seitdem aufgesplittete Gruppe langsam wieder zusammen. Erneut ruft sie der Kampf. Der mysteriöse Kadarsh und seine 2 Begleiter planen irgendwas mit einer Reunion, einer Wiedergeburt und mit Mutter und sie wollen Sephiroth wiederbeleben. Keine gute Idee. Danke, Chris Pratt. Hört auf ihn! Die deutsche Synchro hat mir gut gefallen. Das Studio konnte sich ja bei der Sprecherauswahl in allen Richtungen austoben, denn beim Original Final Fantasy VII gab es ja noch keine Sprachausgabe. Die Leistungen der Sprecher sind jetzt nicht hervorragend, aber gut. Besonders Simon Jäger als Sephiroth hat da so einen gewissen interessanten Touch. Aber was wirklich im Film heraussticht, ist die Animation. Square Enix ist ja in der Videospielwelt bekannt dafür, wirklich gute Cutscenes zu machen. Und Final Fantasy VII Advent Children ist einfach eine bombastische, gewaltige, wunderschön animierte, zweistündige Cutscene, die, und das werde ich vermutlich noch häufiger sagen in der Review, einfach Lust macht, Final Fantasy zu spielen. Allein schon wegen der Bildgewaltigkeit. Ein ganz wichtiger Punkt des Films ist zweifelsohne die Nostalgie. Um die komplette Faszination des Films zu erfassen, muss man einfach das Spiel gespielt haben. Nicht wegen der Figuren oder wegen der Zusammenhänge, einfach wegen des Gefühls in dir, wenn über Thema A gesprochen wird oder wenn Person B mal kurz durchs Bild läuft. Klar ist das Fanservice, der gesamte Film ist ein Fanservice. Aber es geht auch ohne. Ich habe den Film vor 10 Jahren, 9 Jahren, ich weiß es nicht, gesehen, ohne auch nur eine einzige Minute Final Fantasy VII damals gespielt zu haben. Und war gefesselt. Wegen der Musik, die hier wirklich gut ist, oder wegen der ganzen Action-Szene, ich kann's nicht sagen, aber ich fand's super. Hab ich alles verstanden? Nein. Wollte ich mehr davon wissen? Irgendwie schon. Und deshalb kann ich auch Leuten, die den Film mal kaufen wollen, wirklich den Director's Cut empfehlen. Es sind 25 Minuten mehr Material, viel Neues, aber auch viel Altes neu aufgesetzt und halt neu skaliert für die Blu-ray-Version. Teilweise wirkt es wirklich wie ein neuer Film. Merkwürdige Handlungssprünge des ersten Cuts wurden dankenswerterweise ausgemerzt und ich denke, dass es gerade für Einsteiger nun einfacher sein wird, der ganzen Sache zu folgen. Einfacher. Das heißt nicht, dass man nicht dennoch verwirrt sein kann. Anders als der erste Final Fantasy Film, der mit großen Effekten und nie dagewesenen Technologien lockte, was er sich auch einiges hat kosten lassen, war Final Fantasy VII Adventure eine reine DVD-Veröffentlichung. Erst die DVD und dann 2009 die Blu-ray-Fassung. Und obwohl es eine reine Heimkino-Veröffentlichung war, wurde der Film auf diversesten Filmfestivals gezeigt und hofiert. Es brach mehrere Rekorde, es gab also wirklich viel Positives darüber zu berichten. Dennoch muss man es nach wie vor erwähnen, dass es schwieriger ist, der ganzen Sache zu folgen, wenn man noch nie irgendwas mit Final Fantasy VII zu tun hatte. Man kann dann immer noch die Action-Szenen bewundern, die wirklich großartig sind. Man kann immer noch die Animation bewundern, die Musik. Aber erst, wenn man 60, 70, 80 Stunden mit diesen Figuren verbrachte und dann erneut Advent Children sieht, fühlt man diesen Film. Man fühlt diese Begeisterung, die auch mitschwingt beim bald erscheinenden Final Fantasy XV. Das ist dieselbe Begeisterung, die Leute hat aufschreien lassen, weltweit, als im letzten Jahr Final Fantasy VII als Remake angekündigt wurde. Oh mein Gott! Das ist ein... Oh Gott! Ah, von Tetsuya Nomura! Oh, das ist ein verdammtes fucking Remake, Mann! Ich hab's euch gesagt und ihr habt mir alle nicht geglaubt und ich hab's euch gesagt!
Ja! Oh mein Gott! Es ist tatsächlich passiert! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich komm nicht klar! Ah, sie haben es tatsächlich angekündigt nach so vielen Jahren! Voll gut! Dieser Film ist reinster Fanservice. Und ich bin Fan. Und deshalb kann ich sagen, Final Fantasy VII Adventure ist ein Pflichtkauf für Final Fantasy Fans. Wer auf Action-Animationsfilme steht, kann den Film mal ausleihen oder schauen, wenn er im Fernsehen zu sehen ist. Wenn ihr ihn kaufen wollt, kann ich wirklich die Blu-ray empfehlen. Allein schon wegen der Extras, die ich euch mal unten in der Infobox mit reingepackt habe. Und damit schicke ich euch hinaus in die Filmwelt. Ich danke fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wie immer um 12, wie immer hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.